Du wünschst dir auch mehr Erfolg bei richtig attraktiven Frauen, hast aber aktuell das Problem, dass du häufig von Frauen ausselektiert wirst. Das heißt, du bist vielleicht auf einem Date mit einer Frau und danach kommt so eine Nachricht, hey, war ganz lieb, aber ich kann mir einfach nicht mehr mit dir vorstellen. Oder du sprichst schon häufig Frauen an, aber sie möchten dir einfach nicht die Telefonnummer geben oder haben keine Lust, mit dir auf einem Date zu landen. Dann ist das Video genau das Richtige für dich, weil ich gebe dir jetzt die 5 häufigsten Fehler mit an die Hand, die Männer beim Flirten mit Frauen machen. Deswegen schreib dir das Ganze bitte auf und setze es auch in der Praxis um. Das Ganze kommt aus 7 Jahre Praxiserfahrung, funktioniert also einwandfrei und natürlich auch für dich. Du, ganz kurz, ich wollte mal Hallo sagen. Ich habe dich gerade da hinten gesehen und ja, finde einfach deinen Style richtig cool. Natürlich, wenn du eine Frau so uncharismatisch ansprichst und viel zu schnell redest, dann wird das einfach nicht gut rüberkommen. Das ist ein Riesenfehler, den die meisten Männer machen, wenn sie mit Frauen flirten. Sie reden einfach viel zu schnell. Natürlich ist das auch häufig der Nervosität geschuldet. Das heißt, wenn du nervös bist, wirst du automatisch schneller und undeutlicher reden. Aber bitte mach dir klar, ein guter Flirt ist nicht schnell. Ein guter Flirt ist langsam. Überleg doch mal, wie redet denn James Bond? Redet der schnell wie ein Wasserfall? Nein, der redet ruhig, charismatisch, mit einem Lächeln auf den Lippen und schaut den Frauen auch in die Augen. Das heißt, mach es dir zur Gewohnheit, dass wenn du mit Frauen redest, du bewusst langsamer redest. Und dafür gebe ich dir mal einen Tipp mit an die Hand. Wenn du das nächste Mal rausgehst zum aktiven Frauenansprechen oder vielleicht auch ein Date mit einer hübschen Frau hast, hier eine kleine Übung, damit du dein Gehirn darauf trainieren kannst, entspannt und langsam mit Frauen zu reden. Nimm dir ein Buch zur Hand und lies dieses Buch laut vor, aber nicht in einer normalen Sprechgeschwindigkeit, sondern wirklich bewusst super, super langsam. Wenn du das jetzt mal für 5 bis 10 Minuten machst, 5 Minuten werden in der Regel schon ausreichen, wird sich dein Gehirn in der Mitte einpegeln. Das heißt, es wird zwischen viel zu schnell reden und viel zu langsam reden, also dem Vorlesen, den Mittelwert suchen, was dann in der Regel eine entspannte, charismatische Kommunikation als Ergebnis mit sich führt. Ein weiterer Fehler, den die meisten Männer machen, ist, wenn es zum Augenkontakt kommt. Ja, das heißt, sie trauen sich nicht, der Frau tief in die Augen zu schauen, wenn sie mit ihr reden, oder noch viel schlimmer, wenden ihren Blick häufig nach unten ab. Was signalisierst du der Frau, wenn du nach unten schaust? Natürlich, dass du dich unterwürfig fühlst, also dass du nicht selbstsicher bist. Deswegen achte einfach auf die 80-20-Regel. Schau ihr zu 80% in die Augen. Vor allem auch dann, wenn du redest, schaust dir bitte in die Augen. Und wenn du mal wegschaust, dann schau nach oben weg, ja, oder seitlich, aber niemals nach unten. Das ist auch gar nicht so schlimm, mal wegzuschauen, weil wenn du jetzt die ganze Zeit ihr nur in die Augen schauen würdest, also 100% Augenkontakt halten wollen würdest, dann wäre das super creepy, ja. Also, wenn du redest, schaust dir schon immer in die Augen. Wenn sie redet, dann darfst du auch mal den Blick abwenden, ja. Bestenfalls zur Seite, nach oben oder wenn du irgendwie überlegst, ja, wenn du gerade was erzählst, überlegst, dann ist natürlich auch natürlich mal irgendwie suchen, in der Weltgeschichte rumzuschauen. Aber bitte mach nicht den Fehler, dass du nach unten schaust. Das wirkt, wie gesagt, echt nicht charismatisch, sondern ganz im Gegenteil eher unterwürfig. Und Frauen wollen ja immer einen Mann haben, zu dem sie aufschauen können und eben nicht einen unterwürfigen Typen. Fehler Nummer 3 ist, dass die meisten Männer, wenn sie mit Frauen flirten, viel zu rational sind. Sie muss einfach klar sein, eine hübsche Frau hat auf Arbeit und mit ihren Freunden den ganzen Tag schon rationale Gespräche. Frauen lieben Emotionen. Das heißt, bring auch mal Gesprächsthemen, die Emotionen in ihr hervorrufen können. Mach mal einen Spaß auf ihre Kosten, sei mal ein bisschen frech zu ihr, dadurch triggerst du sie. Oder mach auch mal einen Spaß auf deine Kosten. Wenn du sie herzhaft zum Lachen bringst, dann wirst du feststellen, wird die Frau noch mehr Attraktivität dir gegenüber verspüren. Punkt Nummer 4, machen auch so viele Männer falsch, wenn sie mit Frauen flirten. Sie achten nicht auf ihre Tonalität. Die Tonalität pitcht immer nach oben aus. Das heißt, sie stellen beispielsweise eine Frage und dann geht die Stimmlage nach oben. Ach, okay, cool. Was machst du heute noch? Ja, ich kann das gar nicht nachmachen, weil sich das für mich schon so eingepegelt hat, dass meine Stimme immer am Ende des gesagten Wortes nach unten geht. Das musst du dir bitte auch angewöhnen, weil wenn deine Stimme nach oben auspitcht, wird sie feststellen, okay, alles klar, der ist rapportsuchend. Also rapportsuchend bedeutet, der will mir unbedingt gefallen. Das ist nicht cool. Du willst nicht in den Modus kommen, einer Frau unbedingt gefallen zu müssen. Du willst nicht in den Bewerbermodus kommen, sondern vielmehr willst du sie in den Bewerbermodus reinbringen. Das heißt, achte in Zukunft bitte darauf, dass wenn du Fragen stellen möchtest, du diese Fragen besser als Aussagen oder Statements umformulierst. Das heißt, frag sie nicht, ja cool, und was machst du heute noch? Sondern
Ah, okay. Und ich gehe mal davon aus, du machst heute Abend noch einen Mädelsabend, oder? Na, ist genau die gleiche Aussage, nur anders formuliert. Und dementsprechend kann deine Stimmlage gar nicht nach oben auspitchen, weil du es eben als Statement formuliert hast. Fehler Nummer 5. Wenn du mit einer hübschen Frau flirtest, dann achte bitte darauf, dass du keinen Konjunktiv verwendest. Das ist auch wieder ein Zeichen davon, dass du keine Führung hast, dass du nicht selbstsicher bist. Das sind also die kleinen Dinge, die du richtig formulieren musst. Beispielsweise, wenn du sie am Ende nach einem Date fragst oder nach der Nummer fragst, sag bitte nicht: Ja, du, ich weiß nicht, man könnte sich ja mal zusammen auf einen Kaffee treffen. Ja, das ist der Konjunktiv, also überhaupt nicht selbstsicher rübergebracht. Ja, viel besser ist es, das Ganze anders zu formulieren. Also sowas zu sagen wie: Hey, pass auf, lass uns doch mal nach der Arbeit zusammen einen Kaffee trinken gehen. Was hältst du denn davon? Schau ihr dabei tief in die Augen, lächle sie an und geh einfach davon aus, dass sie Lust hat, mit dir einen Kaffee trinken zu gehen. Ja, du wirst ganz anders auf sie wirken und dementsprechend wird die Reaktion auch eher eine positive dazu sein. Wenn du diese 5 Fehler vermeidest, verspreche ich dir, wird es in Zukunft viel besser mit den Frauen laufen. Und wenn du jetzt sagst, hey, das hat mir schon richtig weitergeholfen, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir auf das Video. Und natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Natürlich muss dir auch klar sein, das ist jetzt so eine Schneeflocke vom Eisberg gewesen. Das heißt, wenn du wirklich planbar regelmäßig Frauen in dein Leben ziehen möchtest, dann musst du auch noch viel mehr Dinge wissen und vor allem auch können und umsetzen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Hendrik, ich habe jetzt keine Lust, da 4-5 Jahre Lebenszeit in das Thema zu investieren, melde dich gerne bei mir. Ja, du kannst dich da eintragen unter dem Video, da ist ein Link, da klickst du drauf. Dann sprechen wir beide mal zusammen am Telefon und schauen uns mal gemeinsam deine Situation an. Und ich kann dir auch sagen, wie so eine perfekte Zusammenarbeit für dich konkret aussehen kann, damit du weißt, wie ich dich schneller zu deinem Ziel führen kann. Das heißt, wenn du da draufklickst, buchst du nicht automatisch ein Coaching, sondern wir quatschen erstmal über deine Situation und schauen, ob wir da was Passendes für dich haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich eigeninitiativ bei mir meldest. Freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest und freue mich vor allem noch viel mehr, wenn du das Ganze in der Praxis umsetzt. Dabei wünsche ich dir richtig viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye.